Hallo ihr Lieben, bevor es überhaupt heute losgeht, möchte ich euch gerne eine mir zugesendete Herzchen-Geschenkdose präsentieren. Diese Herzchen-Geschenkdose ist wunderschön. Vielen Dank für die Einsendung. Wenn du Lust bekommen hast, auch eine Herzchen-Geschenkdose zu basteln, dann geh doch einfach auf meine Herzchen-Geschenkdose. Dann siehst du genau, wie es funktioniert. Na dann? Wünsche ich dir jetzt viel Spaß in meinem neuen Video. Bis gleich, ciao! Hallo liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid, um mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr eine schlanke, ausgewaschene Milchtüte, ein Stück Küchenrolle, ein Geschenkband, Tesafilm, ein Lineal, verschiedene Filze, Kleber, einen schwarzen dünnen Stift, einen Tacker, eine Bastelschere, eine kleine spitze Schere und ein Stück weißes Papier. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, möchte ich euch erstmal zeigen, wen ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe euch heute einen süßen Hund mitgebracht. Dieser Hund hat zwei süße Ohren, hat eine schöne Schleife und natürlich auch seine Beine auf jeder Seite. Na dann, wollen wir einfach mal anfangen. Als erstes nehmen wir unseren ausgewaschenen Milchkarton und müssen ihn diesmal hier oben öffnen. Bevor wir ihn öffnen, drehen wir ihn erstmal den Verschluss hier auf. Dann ziehen wir hier die Laschen hoch, auf beiden Seiten werden hier die Laschen hochgezogen. Wenn du die Laschen hast, ziehst du ihn einfach auseinander. Sollte dein Milchkarton noch etwas nass sein, kannst du ihn mit der Küchenrolle gut austrocknen. So, dann nehmen wir unsere Schere und schneiden erstmal dieses Stück ab, wo der Verschluss ist. Das brauchen wir nicht mehr. Also einfach die Schere nehmen und das erstmal hier aufschneiden, wegschneiden. So, dann sieht es so aus. Dann müssen wir hier weiter an dieser Kante arbeiten. Die müssen wir einfach mal aufschneiden. So, einmal so und das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, dann haben wir das so. Und wenn wir jetzt diese Seiten haben, die wir hier aufgeklappt haben, die knicken wir einmal in der Mitte zusammen. So. So, einmal in der Mitte zusammenklappen. Und das schneiden wir dann auch gleich hier ab direkt. Dieses Stück brauchen wir nicht mehr. Dann sieht es so aus. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir nehmen wieder diese Enden und knicken sie in der Mitte zusammen. So, dass es so aussieht. Und dann wieder einfach an der Faltstelle abschneiden. So. Dann sieht es jetzt so aus. Jetzt werden wir nämlich weiter an den Ohren arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns einen Stift und müssen jetzt hier oben arbeiten. Und zwar brauchen wir hier, dieser Punkt ist unser Mittelpunkt und dieser Punkt auch. So, dann müssen wir als erstes den Zwischenraum für unsere Ohren finden. Das ist ungefähr in der Mitte wieder eine Daumenlänge finden. Das heißt, wir sind genau hier oben und haben wieder eine Daumenlänge. Wir halten so den Daumen runter und haben hier sozusagen eine Daumenlänge. So. Und das ist dann genau unsere Mitte von unseren Ohren. Also wir halten so unseren Daumen direkt mittig runter und markieren es uns einfach so. Dann sieht es so aus. So. Und dann haben wir nämlich genau diesen Punkt und wir haben hier oben von unserer Knickstelle diesen Punkt.
Und genau diesen Punkt und diesen Punkt verbinden wir wieder mit einem Halbkreis. Ungefähr so. So verbinden wir das wieder. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da haben wir ja wieder diesen Punkt und diesen Punkt. Und den verbinden wir genauso auch mit einem Halbkreis. Ungefähr so. Und dann müssen wir jetzt das Gleiche auf der anderen Seite nochmal runter machen, auch mit einem Halbkreis. Wir müssen ungefähr so, das ist nämlich ungefähr die Länge, gehen wir ungefähr so runter, dass wir das Ohr kriegen von unserem Hund. So. Und dann machen wir das auf der anderen Seite auch wieder so. Wir arbeiten von dem Punkt und zu diesem Punkt arbeiten wir uns wieder runter mit einem Halbkreis. So. Und das schneiden wir jetzt erstmal aus. Dafür nehmen wir wieder unsere Schere und schneiden jetzt an der vorgezeichneten Linie alles ab, was wir nicht mehr brauchen. So, einmal ums Ohr und nochmal ums Ohr, dann hier unten lang, dann nochmal hoch und wieder runter. So, und schon haben wir die Ohren von unserem Hündchen schon mal vorbereitet. Sieht dann erstmal so aus. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Dose mit weißem Papier umkleben, um weiterarbeiten zu können. Das heißt, wir nehmen unser Papier und unsere Dose und legen die Dose auf das Papier und ziehen das Papier rundherum. Und damit es richtig gut festhält beim Arbeiten, nehmen wir unser Tesafilm und kleben uns erstmal das Papier an der Dose fest, damit es uns nicht wegrutscht. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann drehen wir unsere Dose wieder auf und müssen sie jetzt mit ganz viel Kleber bekleben, um dann das Papier festzudrücken. So, wir machen hier auf. So, drehen es um. So. Dann haben wir das hier und jetzt machen wir auf dieser Seite wieder ganz, ganz, ganz viel Kleber rauf. Auf unsere Dose, so. Und dann drehen wir einfach unsere Dose, drücken sie schön fest und das geht weiter, sodass jede Seite schön mit weißem Papier beklebt ist. So, und wieder drehen wir unsere Dose und drücken sie schön fest und weiter geht es. Wieder alles schön mit Kleber voll machen und wieder die Dose rumdrehen, festdrücken. So, jetzt kommt noch das letzte Stück. Das machen wir bitte auch hier. Auf dem Papier machen wir Kleber wieder rauf. So. Und wir drehen es wieder weiter herum und drücken es richtig, richtig gut fest. Wenn es hier noch ein bisschen lose ist, müssen wir einfach nur noch ein bisschen nachkleben. So, dann haben wir hier unten noch ein bisschen überschüssiges Papier, das schneiden wir einfach ab. Das heißt, in jede Ecke machen wir einen kleinen Schnitt, zack, schwupps. Und dann ist das Papier so und bereit, von uns abgeschnitten zu werden. Das geht dann recht gut. So, einmal rundherum um die Dose. Und alles überschüssige Papier ist ab. So. Jetzt sieht unsere Dose richtig schön weiß beklebt aus. Jetzt können wir weiterarbeiten. Jetzt müssen wir am Kopf des Hundes weiterarbeiten. Mein Kopf vom Hund beträgt 7 cm. Das heißt, wir nehmen unser Lineal und messen genau von dieser Ecke jetzt uns 7 cm runter. Wir nehmen uns wieder einen Stift. Und machen uns eine Markierung bei 7 cm. Das gleiche machen wir genau auf der anderen Seite auch nochmal. Dort machen wir auch 7 cm. Und jetzt habe ich auf beiden Seiten 7 cm. Und genau dort, wo ich mir 7
cm markiert habe, genau an der Stelle muss ich jetzt ein Dreieck machen. Und zwar nehme ich mir den Punkt einfach und ziehe einfach so ein Dreieck. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Einfach so ein Dreieck. Ja. So, dann nehmen wir unsere Dose und halten sie so fest und müssen sie jetzt etwas zusammendrücken. So etwas zusammendrücken. Und dann ein bisschen fester, so dass der Kopf schmal zusammen ist. Dann nehmen wir unsere Schere und schneiden jetzt unsere Dreiecke raus. So, schön zusammendrücken. Das könnte ein bisschen schwer sein. Dann nochmal kräftig drücken mit der Schere. So, dann sieht es nämlich so aus. Und das gleiche machen wir genau auf der anderen Seite genauso nochmal. So. Und so ist schon mal der Kopf von unserem Hund fertig. So, jetzt müssen wir einfach noch an unseren Füßen weiterarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt, ich messe mal hier an unseren Füßen, und da ist es ungefähr 6 cm. Das heißt, wir müssen unsere Dose nehmen, sie wieder ein bisschen aufmachen und von hier unten 6 cm messen. Ich lege mal mein Lineal ran. So, nehme wieder meinen Stift und markiere mir 6 cm auf der Seite und auf der anderen Seite auch 6 cm. Und da mache ich mir einfach eine Hilfslinie. Ja, ich kann mir auch das Lineal nehmen, dann ist es auch schön gerade. Ich lege mein Lineal an und verbinde es einfach. So, dann habe ich so eine Linie. Das gleiche mache ich genau auf der anderen Seite der Dose. Markiere ich mir wieder die Punkte. 6 cm auf der einen Seite. Und hier auch nochmal auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich hier wieder 6 cm. Und diese beiden Punkte verbinde ich einfach wieder miteinander. Lege mein Lineal hier rüber. So. Und so. Habe mir so eine Linie gezogen auf beiden Seiten. So, und jetzt müssen wir genau daran weiterarbeiten. Wir müssen ungefähr in der Mitte der Dose circa, machen wir uns einfach wieder eine gedachte Markierung. Ungefähr so. Und da müssen wir jetzt unsere Füße mitmachen. So, wir arbeiten genau an diesem Punkt hier. Und malen uns so ein Fuß von dem Hund. Ungefähr so. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So. Und damit haben wir schon den zweiten Hundefuß. Das gleiche drehen wir um. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche. Das heißt, wir machen hier wieder in der Mitte uns eine Markierung. Circa hier. Und arbeiten genau da weiter. Machen wieder so. So, einmal ein bisschen rund und einmal wieder ein bisschen höher. So. Und dann wieder hier weiter an dem Punkt. Wieder so ein bisschen beuliger und hoch. Und dann ist der zweite Fuß auch fertig. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch unsere spitze Schere wieder und müssen jetzt hier diesen Zwischenraum auf- und wegschneiden. Aufgepasst, dass ihr euch nicht verletzt mit der spitzen Schere. Das heißt, ihr nehmt die spitze Schere und piekt genau hier unten rein und schneidet jetzt genau an der Linie weiter den Fuß auf. So. So. Genau. So. Dann hier weiterschneiden. Wieder schön an der schwarzen Linie entlang. So. Und abschneiden. So. Dann müssen wir hier weiter aufschneiden. So. Und hier auch.
Hier unten müssen wir das auch aufschneiden, damit so der Fuß von unserem Hund entsteht. So, hier unten auch nochmal aufschneiden. Zack, und der zweite Fuß von dem Hund ist fertig. So. So. Manchmal kann man auch noch ein bisschen nacharbeiten, wenn man das noch ein bisschen runder haben will, den Fuß. Dann kann man das einfach noch ein bisschen mit der Schere verbessern. So, jetzt arbeiten wir genau auf der anderen Seite weiter und schneiden dort auch wieder das Innenteil heraus. Wir pieken wieder hinein in unsere Dose und schneiden wieder unseren Fuß auf. So. Das ist manchmal ein bisschen schwierig von innen zu schneiden, aber das bekommt man hin. So. Dann arbeiten wir uns von der anderen Seite entlang. Immer an der schwarzen Linie entlang. Schneiden alles ab, was überschüssig ist. Schneiden weiter an der schwarzen Linie. Und müssen hier unten auch wieder den Fuß aufschneiden. So, ist dieser Fuß fertig. Und das gleiche machen wir noch mit dem anderen Fuß. Dort schneiden wir auch hier unten das auf. So. So. Wenn hier noch so eine Zipfel dran hängen, dann einfach abschneiden oder noch ein bisschen runder den Fuß. Kannst du alles verbessern, wie du es möchtest. Ja, damit sind die Füße von unserem Hund fertig. Und jetzt drücken wir einfach wieder unsere Dose ein und auch hier unten müssen wir sie ein bisschen einknicken. So, ein bisschen so. Ja. Nämlich soweit fertig. Jetzt müssen wir an den Ohren aber noch weiterarbeiten. Das heißt, wir knicken jetzt die Ohren runter, so und so. Und damit die auch wirklich gut halten, müssen wir unseren Tacker nehmen und die Ohren einfach festtackern. So, einmal das erste Ohr und das zweite machen wir genauso, wieder runterdrücken. Den Tacker nehmen und festdrücken. So, dann ist es so weit fertig und festes Ohr. Und dann kann man die letzte Ecke einfach so ein bisschen runterklappen von dem Hund. So. Ja, und zum Schluss, wenn man den Hund schön angemalt hat, das machst du natürlich wieder so, wie du ihn schön findest, so wie du es natürlich magst, nimmst du dir noch eine Schleife und machst dem Hund noch eine Schleife um den Hals. So, ein Knoten rein, die Schleifen drumherum, schön lang ziehen. So, und dann hat dein Hundchen auch noch eine Schleife. So, und schon hat der Hund eine Schleife. Und somit ist der Hund fertig. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast richtig Lust drauf, deinen eigenen Hund zu kreieren. Denn mein Hund und ich, wir würden uns natürlich total auf deinen Hund freuen. Schick uns doch bitte deinen selbstgebastelten Hund unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse. Denn alle Hunde, die bei uns ankommen, dürfen in unserem nächsten Video natürlich mitbellen. Solltest du noch mehr Lust bekommen, mit mir zu basteln, geh doch einfach mal auf meine Playlist Kreative Tiere. Hier findest du neue Anregungen. Oder abonniere mich doch einfach, dann hast du immer die aktuellsten News von mir. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Na gut, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.